Ich begrüße Sie zur nächsten Einheit von Satire 8. Wir hatten beim letzten Mal die Einleitung gelesen und uns mit dem Priapus angefreundet, der im neu errichteten Garten des, in den neu errichteten Parkanlagen des Mäzeners stand. Wir hatten dann die Vorgeschichte dieser Parkanlagen kennengelernt. Die waren früher ein öffentlicher Begräbnisplatz gewesen der Priap hatte sich in einer etwas längeren, gruseligen Vorgeschichte dieses Begräbnisplatzes verloren, natürlich um motivisch dann die folgende Geschichte, schreibt das der Dichter so, um die folgende Geschichte besser einzuleiten. Bis schließlich zu Begräbnisklauseln, die auf dem Grabstein draufstanden. Ich war ein bisschen flüchtig, hatte ich den Eindruck, beim letzten Mal, als ich es nochmal angehört habe. Deswegen hiek will ich nochmal erläutern, das ist adverbiell an dieser Stelle. Und dann hätte ich es natürlich schöner vorlesen sollen. Hiek dabat heredes mit drei langen Silben, monumentum ne sequeritur. Und auch das dann ganz ein bisschen aufgeschwollen dadurch, das Grabmal solle nicht den Erben folgen, also sei nicht vererbbar. Und jetzt zu dem, was uns heute beschäftigen wird. Nunc liquet esquiliis habitare salubribus atque, ager in aprico spatiari, qui modo tristes albis informem spectabant ossibus agro. Jetzt ist es erlaubt, auf dem gesunden Esquilin zu leben und auf dem sonnenbeschienenen Wall spazieren zu gehen. Ich mache erstmal bis dahin, denn hier ist ein textkritisches Problem, was ich gleich erläutern muss. Der Friedhof war deswegen ursprünglich deswegen da, weil man in Rom Leute nur außerhalb der Stadt bestatten durfte. Und an dieser Stelle zum Esquilin hin war der sogenannte Servianische Wall, der angeblich von Servius schon gebaut war, also Agger weist darauf hin. Vielleicht könnte man das sogar groß schreiben an dieser Stelle. Und als die Stadt dann größer wurde, wurde diese servianische Wallanlage erschlossen und Mäzenas hat eben das Gelände gekauft und einen Riesenpark, da Riesenparkanlage daraus gemacht. Es gibt auch Beiträge, die erforschen, wo dieser Park des Mäzenas ganz genau gelegen hat. Esquilin ist eine grobe Angabe, wo wir uns den vorzustellen haben. Also durch dieses Projekt des Mäzenas wurde der Esquilin salubar, der wurde also heilsam. Mit Gräbern verband man natürlich Infektionsgefahr und ja, schlechte Luft. Und das ist jetzt alles anders geworden. Man geht da auf dem sonnenbeschienenen Acker spazieren. So, und jetzt ist überliefert quo an dieser Stelle. Ich mache das Ganze mal weg. Ich unterstreiche das mal hier unten. So, und qui ist eine Konjektur. Wenn man jetzt quo hält, dann muss man dazu das in wiederholen. Die Präposition bei relativer beim zweiten Mal wegfallen kann, dafür gibt es viele Parallelen. Das hieße dann also, jetzt ist es erlaubt, da auf diesem sonnenbeschienenen Acker spazieren zu gehen, auf dem man eben traurig ein Stück Land
erblickte, was entstellt war durch weiße Knochen. Man muss also den Acker hier, den Wall, unterscheiden von Agrum, Begräbnisfeld. Der Acker ist also insgesamt dann etwas länger als das Begräbnisfeld, etwas größer als das Begräbnisfeld und man sieht eben dann partiell nur ein Begräbnisfeld da. Das wäre die Lösung. Andere haben gedacht, man müsse equo schreiben, also ist da viel rumkondiziert worden. Sie sehen, wenn equa, die wollten alle den Acker mit dem Agrum, mit dem Acker hier identifizieren, was meines Erachtens auch naheliegen könnte. Ich stelle Ihnen jetzt nur die Schwierigkeiten vor. Ich würde den Text an der Stelle halten und es so übersetzen, wie ich es Ihnen vorgemacht habe. Aber dieser Haken an der Geschichte, der könnte durchaus bestehen. Was macht jetzt Shackleton Bailey? Der nimmt eine Konjunktur von Apitz in den Text auf. Dann wird der Relativsatz zum Subjekt. Jetzt können diejenigen auf dem Esquilin wohnen und spazieren gehen, die eben noch, Motto, Verb eben noch, dann Tristes als traurige, prädikatives Adjektiv dazugestellt, den Acker da erblicken, der unförmig war, ich weiß es noch. Jetzt haben Sie die Alternativen vor Augen und jetzt können Sie sich zu Hause überlegen, was Sie machen wollen. Aber hier dieses Qui ist eine Konjektur und da müssen Sie vorsichtig sein. Jetzt sehen Sie mal, wie schön auch das gemacht ist hier unten. Das ist eine sogenannte Versus Aureus. Ne? Albis vit ossibus informem agrum. Ne? So. Und dazwischen ganz schön das Prädikat. Und das ist diese Optimalstellung, die wir als Versus Aureus bezeichnen. Also klein a, groß a. Klein b, groß b, Attribute vorne, die Nomen, die dazugehören, hin. Warum er das gerade hier macht, tja, keine Ahnung, vielleicht auch wie hier, weil er die Sprache des Priapus ein bisschen künstlich aufbauschen will, der schon hier gesagt hat, ich bin die Maxima Formido. An der Stelle, das neigt dazu, auch so ein bisschen geschwollen zu sprechen, der Priapus. Okay. Und jetzt hat er hier ein Semikolon gesetzt, aber eigentlich kann man hier ein Komma setzen, denn der Komsatz ist ein Nebensatz. Sie sehen, es ist ziemlich lang. Cum mihi non tantum furisque feraeque suetai. Hunc vexare locum curae sunt atque labori, quantum carminibus quae versant atque venenis humanos animos. Wohin gegen mir nicht so sehr die Diebe und die ja, wilden Tiere zur Mühe, zur Sorge und zur Mühe sind, Sorge und Mühe bereiten, die wilden Tiere, die es gewohnt sind, diesen Ort ja, zu quälen. Das ist jetzt Vexare, das, was man in der Schule für Vexare immer lernt, diesen Ort zu malträtieren, schlecht zu behandeln, zu verunstalten, wie, nicht so sehr, wie sehr, wie die Frauen, die durch Zaubersprüche und Gift die menschlichen Herzen, die den menschlichen Sinn versand manipulieren, verdrehen. Ja, gut. Nun tantum in einem
krummen Satz eingeschoben. Quantum. Als Vergleich. Hier, natürlich, ich habe es ein bisschen komisch übersetzt, das Prädikat, die zwei Dative im finalen Dative, Cureis und Aquilabori, das ist natürlich auch schon ganz schön aufgeschwollen, dieser doppelte Ausdruck. Und hier vorne natürlich auch, mit schönen Alliteration, Purisque, Feraique und dann hier, ne, Sie sehen das Que, Que. Und hier von den Ferai, das Suetai, ne, abhängig bis Loco. Ne? Und das ist an das Ferai angebunden, aber bezieht sich sehr wahrscheinlich auf beides. Und dann in dem Nachsatz kommt er auf die Hexen zu sprechen. Da müssen Sie das Carminibus hier wieder reintun. Ne? Und das Versand ist auch relativ weit nach vorne gerückt. Auch hier sehen Sie wieder Alliteration. Ja, jetzt ist er bei den Hexen endgültig gelandet. Und diese Hexen manipulieren, die verdrehen, die bringen auf Abwege die menschlichen Seelen. Darum geht es natürlich auch gleich. Has nullo perdere possum, nec prohibere modo, simulat vagaluna decorum pro tulit os, quin ossa legant herbasque nocentis. Ja, diese kann ich auf keine Weise zugrunde richten, noch sie davon abhalten, dass sie Knochen sammeln und schädliche Kräuter, sobald der, ja, Vaga, der schweifende Mond, der Mond, der am Himmel umher irrt, schönes Antlitz ja gezeigt hat. Gut. Dieser Simulsatz, der gehört natürlich in diesen Quinsatz noch mit rein. Sie wissen, dass Horaz gerne die Nebensätze dann eben, wenn es möglich geht, so auseinander dividiert. Prohibere Quin. Ne? Und dann hier Nullo gehört zu Modo und auch hier wieder eine Alliteration. Da fragt man sich natürlich, was das Perdere soll an der Stelle. Und Sie sehen, das haben sich auch schon andere gefragt. Nicolas Heinsius hat etwa Pellere dafür kondiziert, vertreiben, was auch gut zu Prohibere passen würde. Und die neueren Kommentare Gauers, sie denken, dass er hier schon einen obszönen Witz macht mit dem Perdere, was auf Perdain griechisch hinweisen soll. Sie immer so, die unterstellen Horaz immer so griechische Sprachwitze, das kann ja vielleicht auch sein. Und das soll furzen, heißt natürlich furzen und verweist vielleicht schon voraus auf das Ende. Naja, man mag dazu stehen, wie man will. Der Mond kommt hier auch schon mal ins Spiel, denn hier unten wird er auch gleich nochmal wieder ins Spiel kommen. Die gehen also hin auf diesen Ex-Friedhof und sammeln die Knochen, die da rumliegen. Das wussten wir ja schon. Früher waren der ganz weiß durch Knochen, aber jetzt sind auch schon noch Knochen da und Giftkräuter, schädliche Kräuter, die wachsen natürlich vor allem auf Friedhöfen. Und jetzt sind wir bei der Hexenszene angelangt und diese Hexenszene lesen wir in der nächsten Einheit, wenn Sie mir weiter folgen wollen. Ich verabschiede mich. Tschüss!